Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Letzte Folge haben wir unten den Himmel angefangen, da werden wir jetzt dran weiterarbeiten. Also bleibt dran. So, weiten Weg nach unten. Ohne Fallschaden, perfekt. So, da oben müssen wir ran. Ich war auch mal so frei und habe ein bisschen vorgearbeitet. So, kurz mal hier hoch. So, jetzt ist die Frage, wie wir da wieder hochkommen. So, da will ich hin. So. Ihr seht hier, ich habe hier alles rausgezogen. Mega gut. Licht ist an, es ist jetzt gerade ein bisschen dunkel. Entschuldigt. Habe ich nicht gerade den Dings angemacht? Den ich fall nicht runter Modus? Nein! Mama. So. Müssen das jetzt natürlich hier oben in eine Art hinkriegen. Dass wir hier das schnellstmöglich machen. Ja, ich habe hier oben alles bis auf die Ebene soweit rausgezogen. Um halt hier in Ruhe bauen zu können. Da fehlt noch ein weißer. So. Gucken, ja doch. Sind da, ne? Er passt. Dass hier ein bisschen anständiger aussieht. Entschuldigung, draußen sind es mal wieder laut ohne Ende. Und jetzt möchte ich aber ungern aufstehen. Ich hoffe, es ist erträglich. So, hier die Ecke weiß ich auch noch nicht genau, wie ich die handhaben möchte. Machen wir mal den. Oh, wo hat der sich denn eingeschlichen? Ist das nur bei mir so laut oder kommt mir das nur so laut vor oder ist es bei euch auch so laut? So, davon habe ich jetzt natürlich auch keinen. Ein Wahnsinn. Kann man später mal nochmal nachziehen. Bei Bedarf. So, erstmal hier die Ecke. Wichtig ist, dass ich das hier halt wieder direkt mitnehme. Zip, zip. Ja, sonst kommen wir da nicht mehr ran. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, hier mal den Weg soweit. Bis dato. Mal gucken, ob die Sachen reichen, die wir dabei haben. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ja, passt alles. Ich habe Angst, dass ich einen vergesse. Ach Gott, da kommt noch so ein Zink rüber gekrabbelt. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ran. Dass solche Sachen hier nicht mehr passieren. Dass da keiner mehr rüber krabbeln kann. Da will ich mir schon momentan Gedanken machen, wie wir denn des Weiteren vorgehen. Ich kriege hier ordentlich Strahlung ab. Stimmt das dann so? Und was ist hier anders? Achso, weil ich den da rangesetzt habe. Klar, der muss ja da jetzt wieder weg.
der muss weg. Hoffentlich hält der Handschuh das aus. Da gab mir mal dieses Sägeräusch, wenn ihr es hören solltet, das hat mich heute Morgen schon aus dem Bett geholt. Da war ich auch schon ziemlich angepisst. Nicht mal ausschlafen kann man hier. Oh, da einen rein. Na, gleich kriegen wir die volle Seuche ab. Dann gehen wir jetzt mal ganz schnell hier so rüber. So. Oh, wir können uns einfach so einen schönen Schmacker gönnen hier. So. Machen wir hier noch einen runter? Nee. Gehen wir hier so rein, um den nächsten zu machen. So. Fertig. Mal schön alles mitnehmen. Ich denke mal, wenn der Himmel da ist und wir die entsprechende Beleuchtung hier drin noch haben, dann sind wir hier durch. Und dann können wir uns wieder mal unserem Haupthaus widmen. Ist ja auch noch eine reine Baustelle. Läuft doch ganz gut. So, hier haben wir das. Ich weiß gar nicht, ob wir das von hier aus geregelt kriegen. So. Geht ja auch recht zügig eigentlich. Oh, hat er mich aber gut rüber geschoben. Hier nicht die ganze Zeit runterfalle. Immer noch. Ah, wird eng, wa? Mit den Dingern. Glaub mir, das sieht gut aus. Der dumme Zing muss da unten nur weg. Die haben mich schon genug gemobbt. Der letzte. So, machen wir den hier. Ist überhaupt nicht dein Terrain. Schade, dass man nicht welche als Wachhunde positionieren kann. Die dann einfallendes Sing platt machen. Da komme ich einen runter. Ja. So. Bumps, Bumps, Bumps. Nein, die sind alle. Muss ich nochmal hoch. Gut, geht der flott, aber hey, immerhin. Wir haben fast den ganzen Himmel geschafft. Sogar schneller als gedacht, muss ich zugeben.
Ja, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wie ich das mit der Beleuchtung mache. Wenn ich ehrlich bin. So. Habe ich nicht mal mehr blaue. Blue. Das sollte ja definitiv reichen. Das war haben wir. Ja, Beleuchtung. Ich bin mir echt noch unschlüssig. Ich würde ja schon gerne hier die, ne, nutzen. Irgendwie, die sind hell. Das passt ganz gut. Vielleicht setze ich die dann doch in die Decke noch zusätzlich rein. Habe ich noch Lianen am Start? Leider nein. Finde ich hier um die Ecke Lianen? Ich glaube nämlich auch nicht. Map. Das da könnte ein Dschungel sein. Ist es aber, glaube ich, nicht. Ist das die Richtung? Gucken wir mal. Es ist nur ein normaler Wald. Jede Menge Holz, aber ohne Liane. Schade, sag ich mal nur. Schade. Mal regenerieren. Da müssen wir, glaube ich, hin. Und dann, ich habe keine Ahnung. Da sehen wir es doch schon. Sehr gut. Das Tor an den Berg ran. Ah, meine ist sehr so wie durch. Die bewegen sich ja gar nicht. So, vielleicht reicht es ja. Mal gucken. So viel war es ja jetzt auch nicht mehr. Muss nur ein bisschen aufpassen wegen dem Zing da unten. Da schnell rein hier. Ging ja gut. So halbwegs. Oho. Den einen Loch habe ich zugemacht. Ja, war es da. So, jetzt haben wir hier nur die Fläche. Schon. Also hoch. So. Ganze Decke geschlossen. Läuft bei uns. Und sieht auch mega gut aus. Auch mit dem Glitzerrand finde ich sehr gut. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall noch hochgehen. So,
jetzt noch die Frage der Beleuchtung. Ich weiß gar nicht, ob ich in die Decke was reingepflanzt habe. Keine Ahnung mehr. Das Gimmick gefällt mir so, aber nicht. Ich den hier so reinsetze. Ich glaube, das ist schon eher meins oder mittiger. Ich glaube, so rum finde ich das ziemlich lustig. Warum schießt der einen aber so weg, ey? So, den Zaun. Da ist er. So, Sicherheitsmerkmale hier setzen. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar von machen. Um uns hier abzusichern. So. Mal ein bisschen Umgebungsbeleuchtung zu generieren. Und grundsätzlich kann der dann weg. Kann man ruhig ein bisschen weiter wegstellen. So. Gibt irgendwo Sinn, ne? Das ist halt immer noch zu dunkel dann hier. Ich frage mich, wie der hier rübergekommen ist. Ich echt ernsthaft von diesem dummen Baum hier, oder? Selbst ich komme hier so normal nicht hochgesprungen. Okay. Jetzt aber eigentlich noch ein paar Lichter. Sind das die gleichen? Ich glaube schon.
Ah, ja, aber nur einen, ne? Passt ja. Die Beleuchtung ist jetzt genug da für die Außenbezirke. Ja, die Kisten müssen wir dann auch nochmal irgendwie da rein integrieren. Jetzt hier die Lampen. Hier haben wir drin alles soweit richtig beleuchtet. Aber hier halt noch gar nicht. Das ist definitiv zu dunkel. Definitiv. Mal rein zum Verständnis, wo wir auf jeden Fall Lampen hinsetzen müssen in irgendeiner Form. 2, 3. 1, 2, 3. So. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Fällt dir nicht ganz so auf. Aber da schon mal zwei versteckt. Hier in der Ecke brauchen wir auf jeden Fall auch noch eine Lampe. Natürlich jetzt auch nicht so verkehrt. Ja, vielleicht sogar noch höher setzen. Ja, das ist auch gut. Ich werde mir da oben noch eine reinflanschen. Na gut, man kann es bis hoch an die Wand gucken. Jetzt haben wir aber mal hier so eine. Da stehen sie alle draußen. Ja, jetzt ist da auch schön hell. Das gefällt mir. Ja, doch. Finde ich gut. So, wird schon besser mit der Beleuchtung. Definitiv. Nur hier müssen wir uns was einfallen lassen. Fällt dir da echt nicht auf, oder? Ja, schon wieder irgendwelchen Schrott. Nee, aber ich denke, kann man so lassen. Und Folge ist auch rum. Ja, mega. Haben wir hier unseren Außenposten fertig. Ich werde nochmal ein bisschen umsortieren, hier die Kisten reinpacken. Dann können wir nächste Folge wieder mit dem Hauptgebäude weitermachen. Und haben hier unsere Zuflucht für den Untergrund. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.